So, neues Video. Dann ist erschienen und man kann nicht viel zur Folge sagen. Deswegen werde ich, wie immer, ein bisschen ausschweifen. Generell Anime Talk führen. Und dann gehe ich bis auf die Folge ein. Ich möchte zunächst sagen, dann ist das moderne Gintama. Warum sage ich moderne Gintama? Es hat diesen Humor von einem Gintama. Chainsaw Man auch. Chainsaw Man auch. Aber Chainsaw Man so ein bisschen verrückter noch. So ein bisschen extremer noch. Manga Reader wissen, was ich meine. Chainsaw Man ist so eine ganz komische Art und Weise, sich auszudrücken. In Bezug auf Erotik und so. Das ist Chainsaw Man ist weird. Und Dämon. Aber dann ist das moderne Gintama in Bezug auf. Es schafft es, Comedy-Elemente, sage ich mal, gut zu verknüpfen mit ernsten Momenten. Ne? Wie gesagt, wir sind jetzt 5 Folgen drin und die erste ernste Tiefgründigkeit, die wir gesehen haben, ist natürlich das Szenario gewesen mit der Turbo-Oma, ne? Die ja auch Gefühle hatte für die verschollenen Mädchen, dies, das. So, und wie ich gehört habe oder gesehen habe, wenn da noch viel mehr deepere und tragische Backstories kommen, deswegen bin ich gespannt. Aber ja, so das moderne Gintama in dem Sinne. Wenn du weitergehst, dann ist ein neues Mob Psycho. Ne, klar, ne, dieses ganze Thema rund um Geister, rund um, ne, man muss irgendwelche Wesen exorzieren, dies, das, aber auch mit Comedy-Aspekten, aber auch mit so Slice of Life, Real-Life-Aspekten, ne, zwischen Mob und Regen gab es ja extrem viele. So, modern, das neue Mob Psycho auf jeden Fall in der Hinsicht. Und dann, und das ist ein Punkt, den glaube ich viele fühlen, dann ist auf eine Art und Weise ein JoJo Part 4 von der Randomness. Ich glaube, alle Leute, die JoJo Part 4 gesehen haben und auch feiern, mögen dann. Das ist, glaube ich, eine feste Überzeugung von mir. Safe. Und jetzt, ich bin JoJo Part 4 Fan, aber nur vom Ende, also vom Killer Arc. Davor war Part 4 für mich okay. Slice of Life, dies, das. Wir machen ein paar Faxen, Aliens kommen. Aber dann war es genauso. Slice of Life, die machen ein paar Faxen, dies, das. Aliens kommen, Geister kommen. Geister gibt es ja auch in Part 4, weißt du? Deswegen, also alle Leute, die JoJo Part 4 lieben, lieben auch Dananda. Ne? Da ist auch die Connection zwischen den beiden Werken auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare, ja? Part 4, JoJo mögt es nicht. Was sind die Highlights davon? Und so, im Weiteren möchte ich noch erwähnen, dass Dananda, denke ich, von der Qualität her mit einem der mächtigsten Anime ist, die definitiv laufen. Ne? Jede Folge ist extrem crispy. Wir selber, ne? Ich möchte nicht den Blog wieder erwähnen, aber wir selber. Sehr beeindruckend. Ich habe bei zum Beispiel Sakamoto Days ein bisschen eine Befürchtung, dass es nicht so stark wird. Bei Sakamoto Days ist ein Manga, den ich letztens aktuell gelesen habe. Extrem gut, extrem wild. Hat auch dieses Komödiantische, aber geht schon sehr schnell in die ernste Schiene. Dementsprechend würde ich jetzt das nicht mit einem Gintama oder sowas vergleichen. Schon ein bisschen am Anfang, aber ist schon was anderes. Von den Kämpfen und Choreografien her ist das eine äußere zu Kaisen auf jeden Fall. Definitiv. Bei Sakamoto Days habe ich das Gefühl, denn das Studio ist ja TMS Entertainment, was das Sakamoto Days hat. Und da, ich weiß nicht, ob die delivern können. Weißt du, TMS Entertainment, die haben sowas wie Megalobox gemacht, war okay. Aber ist jetzt kein Heavy Hitter Anime, ne? Der jetzt so Peak Animation, Peak Choreografie darstellen kann. Oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Team Entertainment kennt als Animationsstudio. Deswegen da bin ich ein bisschen shaky. Aber die Jungs von da, super wild. Super wild. Ne? An der Stelle, da wurde gut spendiert. Und es wird auch noch heftiger. Wir sind bei Folge 5. Dementsprechend, ich bin da gute Dinge. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Story reingehen, ne? Ich habe ein bisschen ausgeschwiffen. Ja, Ausgangssituation ist folgende. Die Turbo-Oma wurde besiegt. Auf entspannt wurde die schlafen geschickt. Und alles ist wieder normal. Normaler Schulalltag, normales Leben. Und du siehst einfach, wie Okaran und Ayase versuchen, so sich näher zu kommen. Ich sag ehrlich, war schon ein bisschen lustig, so zu sehen, so wie die beiden ineinander verkleidet sind. So. Man muss einfach zugeben, die beiden lieben sich, die beiden wollen Kinder machen, die beiden wollen 7, 8, 9 Stück produzieren. Dementsprechend war schon lustig zu sehen. Vor allem, wenn man selber mal auch in sowas drin war, in der Schulzeit, dies, das. Und du merkst, Frieden ist wieder eingekehrt. Ne? Keine Geister, keine Aliens, einfach nur Schulalltag. Kann aber auch schon gruselig sein. Du weißt selber, Schulalltag, wenn Klausuren reinkommen und du nicht gelernt hast und so weiter und so fort, kann auch schon sehr gruselig sein.
man sieht einfach, dass die beiden, ne, durch die ganzen Schlachten, die geführt haben, ne, gegen die Turbo-Oma, dies, das, die immer näher gekommen sind und ein bisschen connecten auf entspannt. Weißt du? Deswegen, ich gönne das denen, auf jeden Fall. Aber der Bruder Okaran braucht mehr Eier, Digga. Der ist mir zu weich. Was auffällt natürlich in der Folge, ein neuer Charakter wurde introduced, ne, die Pinkhaarige. Ne, die Pinkhaarige. Und da war auch ein interessantes Thema. Und zwar dieses Thema: Eine Frau, die dich manipulieren kann, ist eine Frau, die gefährlich ist. Weißt du? Ne, die hat den manipuliert, also den Okaran hat den so ein bisschen berührt, die Stars hat den so ein bisschen angemacht. Ne, Okaran hat sich gedacht, krass, ne, ein bisschen Kribbeln gespürt, auch in der Hose. Und dann hat er das gesehen, dachte, okay, was macht die mit meinem Mann? Weißt du? Hat dann natürlich, ne, ein bisschen Territoriumskampf gemacht. Hat dafür gesorgt, dass diese Pinkhaarige ein bisschen zu runterkommt, ne, das bisschen was auf ihr Kopf hinhalt. Und hat sich Okaran wieder zurückgeholt. Aber es ist ein wichtiges Thema. Ne? Eine manipulative Frau, sehr gefährlich. Ne? Ich sag nur, Makima, ne? Chainsaw Man, ganz, ganz gefährlich. Also die Pinkhaarige von Dandan, ganz gefährlich. Makima von Chainsaw Man, ganz gefährlich. Frauen, die dich so angucken, so, weißt du, dich ein bisschen bezirzen. Aufpassen, Jungs. Aufpassen, Jungs. Aber generell auch Menschen, die versuchen, dich zu manipulieren, aufpassen. Generell auch Systeme, die versuchen zu manipulieren, aufpassen, wie One Piece. Ist auch in Real Life so. Aufpassen, ne? Immer wieder erkennen, was die Absichten der Person sind und dann dementsprechend handeln und sich befreien, 100%. Aber lustige Szene auf jeden Fall, ne? Okaran war überwältigt. Da dachte ich, okay, krass, auf einmal komme ich an bei Chaias, Digga. Davor hat er nur irgendwelche Verschwörungstheorien gelesen, jetzt will jeder Chaias sein Dick. Weißt du, deswegen an der Stelle, Shoutout an Okaran, weißt du, bei dem Bruder läuft langsam. Und ansonsten haben wir am Ende noch eine Szene, wo nun mal sich herausgestellt hat, ne, dass Okaran kein Eier hat. Merke ich. Der hat nur seinen Pillewand, aber seine Eier sind weg. Und es kommt heraus, dass die Turbo-Oma noch in seinem Körper ist. Ne? Sie haben es auch geschafft. Ne? Natürlich, ne? Shoutout an Seiko erst, ja, an die Oma von Momo. Beste Frau auf jeden Fall. Die haben es auch geschafft, die Turbo-Oma aus dem Haus zu holen und die dann zu versiegeln, ne? In so eine Katze. Ne? Wie bei Bleach mit Korn. Ne? Wer Bleach kennt, Korn ist ja auch so ein Stofftier. Und die Turbo-Oma ist jetzt auch so eine Katze. So, ne? So ein Maskottchen. Kann man gut verkaufen. Ich sehe den Business-Trick dahinter. Viele Leute werden wahrscheinlich das Stofftier kaufen. Dementsprechend, ich sehe euch Japaner. So, ne? Und hat sich am Ende herausgestellt, dass der Bruder Okaran seine Eier von ihr zurückhalten muss. Problem ist, die hat die Eier verloren. Dann denke ich mir, Bruder, wie kann man Eier verlieren? Wie kann man Eier verlieren? Das ist doch so hier, so. Der Futter gefallen oder was? Ist sie so gesprintet und das Ei rausgeflogen? Das ist crazy auf jeden Fall an der Stelle. Deswegen, ja, schreibt in die Kommentare, wie fand ihr die Folge? Die Folge war entspannt, die war lustig, die war süß. Ruhig, aber wir wollen jetzt natürlich wieder mehr Action sehen. Mehr Plot sehen. Dementsprechend bin ich gespannt, was bei Folge 6 passiert. Und natürlich auch an die Manga-Reader. Ne? Schreibt auch in die Kommentare, was wir erwarten können. Pax Ultimus, habt lieben Herzen und besser glaubst du an Gott. Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir selber. Los, Miss.